Ja Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Strahlender Diamant. Ja, wir sind noch immer auf der Route 216, wobei wir haben beim letzten Mal schon gesehen, dass da oben bereits die Route 217 auf uns wartet. Und vor allem ist der See der Stärke nicht mehr weit weg. Und dort wissen wir ja, gibt es noch immer Probleme mit dem Team Galaktik. Und die will scheinbar gar nicht kämpfen. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Aber was ist dieser Stein hier? Der Fels ist mit Eis überzogen. Besser nicht berühren, wenn du nicht daran festfrieren willst. Ja, aber kann man ihn vielleicht irgendwie zerstören? Hallo, Skunting hat einen Flammenwurf drauf. Der könnte es sicher schmelzen. Na gut, vielleicht kommt das erst später. Vielleicht gibt es ja noch irgendeine VM, die damit zu tun hat. Ich meine, wir hatten ja schon was anderes auch in dem Ewigwald. Gibt es ja wildes Pokémon? Danke. Lol. Ein Meditalis. Ist das die Weiterentwicklung zufälligerweise vom Medici? Also zumindest vom Namen und vom Design her wird das Sinn machen. Ach, schade. Krafttritt. Oh ne, warte mal, ist... Es könnte vielleicht schmerzhaft werden. Was hat er? Sein Verteidigungswert... Oh, verdammt, es konnte gerade nicht mehr so viel. Okay, was ist denn jetzt... Warte mal, Flammenwurf 90, nicht gut. Ah, gut, Nachthieb, komm bitte, Volltrefferquote. Okay, Glück gehabt. War nicht mal ein Volltreffer, aber egal. Der bringt 900? Ja gut. So, und bevor jetzt irgendwas passiert... Wirklich, es ist mittlerweile dringend nötig. Ich vergesse es die ganze Zeit. Ich lebe wirklich am Limit hier. Skuntank eine Heilung. Und Luxtra eine Heilung. Das ist wirklich mittlerweile bitter nötig. Ja, sonst gehe ich hier wirklich noch drauf. Ich meine, ich habe Beleber zwar mit, aber trotzdem. Es wäre relativ unnötig. Ich meine, uns ist schon relativ lange kein Pokémon mehr down gegangen. Hier wartet wieder wer. Und dann kommt wieder richtig viel hohes Gras. Aber bis jetzt bin ich von den Pokémon, die hier auf der Route sind, gar nicht so begeistert. Ich meine, Snibuna war schon ganz geil, aber... Dass jetzt mal irgendwas Außergewöhnliches kommt, was ich halt wirklich will, oder worauf ich richtig Bock hätte, das kam bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, es gibt noch immer zwei, auf die ich ehrlich gesagt... sehr, sehr ein Auge geworfen habe. Und die ich vielleicht hoffentlich noch irgendwo finde. Ich meine, eins bin ich mir relativ sicher, werde ich noch finden. Das kommt aber erst später. Das andere weiß ich nicht, ob das vielleicht hier auf dem Weg schon ist. Vor allem selbst wenn, wir müssen es erstmal dann trainieren. Das ist auch noch immer eine Geschichte. Ein Golking. Was willst du mit dem Wasser-Pokémon hier jetzt? Ohne Witz. Beim Roselia jetzt ein Golking, dann fehlt nachher noch irgendein Feuer-Pokémon. Wird vielleicht ein Ponita oder irgendwie sowas. Würde mich nicht überraschen. Oder was ist noch Feuer? Ein Skuntank kommt als nächstes, Flammenwurf, let's go. Das ist aber sowieso so eine Kritik, die ich glaube ich äußern muss mittlerweile, denn mir ist aufgefallen, es gibt gar nicht so viele Elektro-Pokémon und auch gar nicht so viele Feuer. Wasser gibt es einige, aber... und auch Pflanze, allgemein. Aber Elektro und Feuer kamen mir bis jetzt noch nicht so häufig unter. Flug ist glaube ich auch nicht so häufig. Aber dafür gibt es dann unzählige andere Sachen. So, ein Mediti. Was hältst du aus, ist die gute Frage. Ich glaube, mit einem Nachthieb solltest du schon gut bedient sein. So ist es auch. Vor allem nicht zu vergessen, die hohe Volltrefferquote. Also Nachthieb ist gefühlt jeder zweite Angriff sicher Volltreffer. Sonst noch irgendwas hier vielleicht? Irgendwas, was uns nützlich ist? Ein Snibuna haben wir nochmal die Chance. Ich werde mir das jetzt überlegen. Soll ich das fangen? Ja oder nein? Dann hätten wir wenigstens Eis im Team.
Welches Level hat denn das jetzt überhaupt? 34. Boah, ich setz mal Giftschock. Eissturm kann's. Moi, ist er lieb. Das braucht dringend Training, ich merk schon. Gut, ich werde von Hagelwehr getroffen. So. Was haben wir denn so? Okay, ich habe nicht so viel Hyperball, logischerweise. Ich probier's mal. Dann haben wir den Typen Eis auch. Es fehlen gar nicht mehr so viele Typen, die wir nicht haben. Also Boden haben wir noch keines, Eis hatten wir eben noch nicht und das war's dann eigentlich auch. Gestein wäre noch eine Alternative. Ich finde es halt scheiße, dass es kein Wolverock hier gibt. Ich glaube nicht, dass es ein Wolverock im Pokédex stand. Ein Wolverock würde ich sofort nehmen. Unlicht und Eis ist es. Also wirklich, Wolverock, deal with ihn, ich sag euch. Ja, da oben ist Galaktik. Was gibt's hier noch zu finden, ne? Hä? Ach so. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Ah, jetzt. Hä, warum bin ich vorher hängen geblieben? Was ist hier überhaupt? Ach, hier ist ein Pokéball. Du findest einen Hyperball. Krieg ich gleich wieder zurückerstattet, den ich gerade eingesetzt habe. Da wird ein Weg weitergehen? Okay, nee, da gehe ich nachher weiter. Vielleicht ist das der Weg nach Blitzach, deswegen. Da oben ist aber jetzt erstmal die Höhle mit dem, oder Höhle, der Gang zum See, der Stärke. Wir sind auf alle Fälle am Ziel. Und das ist auch gut so. So, dich mache ich kurz mal weg. Jetzt auf einmal klappt es mit den Snibunas auch wieder. Wie gesagt, es ist halt nur so ein Gedankenspiel. Ich meine es war ein Snibble, sorry, ein Snibble, aber es wird später ein Snibunna. Das ist sicher deutlich stärker als das hier, aber trotzdem. Okay, hier ist nix, ne? Aber bleibt mir eh nichts anderes übrig, ich werde hochlaufen. Weil links ist auch noch was. Ne, da ist noch hohes Gras, verdammt. Ich dachte, da wäre noch irgendwas versteckt, vielleicht wieder ein Snibble. Ich bin gerade unsicher, ob ich mir wirklich jetzt noch den weiteren Flammenwurf da einsetzen sollte, weil nicht, dass ich den jetzt noch gegen Team Galaktik brauche. Ich mach's einfach. Darf als erstes angreifen. Bringt ihm halt eh nix. Der ist instant RIP. So RIP kann fast keiner sein. Na gut. Oh nee, ich dachte, jetzt hätte mich Galaktik schon gesehen. Natürlich nicht. Oh, jetzt ist der wieder da. Meditalis. Ja, gut, dann. Machen wir den auch noch platt. Bei dem spare ich mir aber jetzt den Flammenwurf. Den brauche ich echt nicht. Da gehe ich auf den Nachthieb und auf den Volltreffer. War sogar einer perfekt, aber hat nicht gereicht. Ah, wenn der 10 Attackenpunkte stärker wäre, dann wäre der jetzt down. Bin ich mir sicher. Aber eins muss ich sagen, ich bin froh, dass ich den Biss verlernt habe und mir das hier geholt habe, den Nachthieb. Weil der ist halt echt, man muss es so sagen, ja, relativ stark, allein eben schon wegen dieser Volltrefferquote. Das macht so viel aus. Jo. Erledigt. Hallo Team Galaktik. Wir stellen hier sicher, dass die Arenaleiterin von Blitzach uns nicht in die Quere kommt. Oh. Ach, ich kann da gar nicht rein. Begib dich zur Blitzach-Arena. Ich war schon am richtigen Weg. Ach, da ist ein Aufgang, deswegen konnte ich da nicht sofort hoch. Jetzt schnall ich's grad. Okay, dann muss ich hier jetzt weiter. Das ist ein halbes Labyrinth gefühlt. Wobei, jetzt bin ich hier. Blitzach, ja moin. Blitzach, Heimat des Schnees. In dieser eingeschneiten Ort herrscht immer eine Eiseskälte, aber der Kampfgeist der Trainer und ihre Pokémon glüht wie ein wärmendes Feuer. Das gilt besonders für die Arenaleiterin. Ja, damit ist auch logischerweise klar, worauf die Arenaleiterin setzt. Das wird wieder ein fucking Eiskampf werden. Okay, die ist gar nicht da. Da brennt kein Licht. Hier ist ein Shop. Wo ist irgendwo hier bitte ein Ding? Da ist das Pokémon Center.
Hallo? Ich wollte gerade sagen, als ob ich da jetzt nicht rein kann. By the way, ich finde es übrigens lustig, was die ist. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die ja auch immer wieder rumheulen, wenn es mal unter 0 Grad hat. Weißt du, oh, es ist so kalt. Wobei, okay, nee. Es ist teilweise bei uns schlimmer. Wusstest du, dass es in der Gegend ein Blitz auch viele Eis-Pokémon gibt? Ja, war mir klar. Ob die wohl auch im Tempel leben? Was für ein Tempel? Der Schnee verschluckt alle Geräusche, deshalb ist es so ruhig hier. Anton. Okay, ein Tempel gibt es hier in der Nähe. Muss ich nachher gucken. Hier gibt es weit und breit nichts. Rein gar nichts. Das macht uns irgendwie einzigartig. Naja, eigentlich nicht. Okay, ich kann in der Arena trotzdem rein. Das sieht nach einem Rätsel aus. Besiege die Arenaleiterin von Blitzach ist sogar unsere nächste Mission. Ach du Heilige, wir müssen heute schon den nächsten Arena-Kampf bestreiten. Okay, du musst mit Karacho über das Eis schlittern, um sie aus dem Weg zu räumen. Die Arenaleiterin ist jetzt zurück ins Eis-Pokémon. Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, also Skuntank wird... Oh, das ist gemeint. Das ist aber ein bisschen schwierig auch. Okay, hier komme ich aber nirgendwo weiter. Guten Tag. Ein bisschen kämpfen will ich auch noch davor. Ich habe ja schon bei der Geisterarena die ganzen Trainer, ich sag mal, gemieden, ne? Weil ich halt immer die richtige Antwort genommen habe. So, ein Busch, ein Buschelin? Da hell? Ist auch sein einziges, was er hat. Boah, muss ich schon fast überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar Luxtra den Vortritt lasse, wenn da teilweise Wasser-Pokémon auch kommen. Ja, okay, also sie setzt Eis-Pokémon ein. Das heißt, es wird mich nicht überraschen, wenn sie ein Schneebedeck hat, wenn sie ein Sneeble oder vielleicht sogar ein Sneepuna hat. Und was ist noch Eis? Ein Lapras. Ein Lapras wird mich auch nicht überraschen. Lapras wäre halt kacke, weil das ist, hat immer Probleme gemacht. Die Typen hier sind Level 37 vor allem. Das bedeutet ja auch, dass die Arenaleiterin vielleicht mindestens so 40 hat. Das macht Hoffnung, dass der Kampf spannender wird. Oh, Sneebler hat auch noch. Es ist immer ein Wechsel zwischen Luxtrand und Skuntank mittlerweile. Weil die anderen sind halt echt nutzlos. Die kann ich hier nicht gebrauchen. Staraptor manchmal noch. Aber Marshock und so, Roselia, die brauche ich einfach nicht. Ja gut, gegen Buschelin wäre Roselia auch noch gut gewesen, das stimmt schon. Aber danach war es halt echt. So. Hat er noch was? Ne, hat er nicht. Der erste Trainer hier ist also schon mal down. Oh, verdammt. Das war nicht gut. Oh Gott, nee. Da kriege ich echt Kopfschmerzen von der Arena. Okay, hier ist der nächste, den ich herausfordern kann. Vor allem, weil es halt jede Möglichkeit gibt, hier irgendwo hinzukommen. Pelipper. Wieder das gleiche Spiel. Ich werde auf Luxtra wechseln und danach wird sicher irgendein Eisding wiederkommen. Niesel. Heißt, es regnet jetzt. Oh ja. Wobei in der Kälte von der, bei der Kälte dieser Arena könnte das ruhig, würde es mehr Sinn machen, wenn das jetzt ein Hagel wird. Ist ja eigentlich schon so. Oder eben halt Schnee. Ja, hier heißt es halt, es hagelt, deswegen. Der Bedroher. Der macht natürlich auch keinen Unterschied. So viel Angriffskraft hat das Ding ja nicht. 3 KP ziehst du ab. 3. Nochmal. 3. Und was ziehe ich dir ab? Alles.
Bringt aber trotzdem 800 für Luxtra und 400 für die anderen. Starapte und Skunding sogar Level Up. Ein Enteron. Okay, gut, nee, ich bleib bei Luxtra. Aber das sind ja alles keine Eistypen, oder? Also Enteron wüsste ich nicht, dass der Eis das zweite Typ hat. Vielleicht ist es auch so, ich weiß es nicht. Auch Marshock Level Up und Luxtra wird jetzt gleich dann Level 49 werden. Stalos kommt noch. Ah, gut, da ist bei, warte mal, bei Stalos, da gehe ich mal auf Roselia. Da möchte ich jetzt nämlich mal diesen Blumending da ausprobieren, was ich gekriegt habe. Blütenschwing oder wie ist die Attacke? Wait, Blütenwirbel. Beim Blütenschwing, wenn dann Blütenschwung. Was? Fett Fail! Aber so richtig! Ich hab komplett geschielt. Ach, da war das, wo ich... Stimmt, da bin ich ja mit Marshock im Vorteil gewesen. Das war ja bei der 6. Arena auch so. Da hat der Marshock auch jedes Stalos einfach direkt degradiert. Jetzt kommt Kreideschrei. Ach, geh mir nicht am Nerv. Ja, komm, Fußtritt reicht. Vor allem, der hat eh nicht den Erstangriff, somit ist es egal. Der hat es überlebt! Wie viel KP hat denn der? Nochmal Kreideschrei. Ja gut, wenn er so dämlich ist, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Das überrascht mich jetzt trotzdem, dass der das einfach überlebt. Aber jetzt habe ich ihn. Volltreffer. Der Volltreffer kommt jetzt zu spät. Der hätte es vorher gebraucht. Ja, Luxtra 49, Empoleon auch auf die 48. Jo. Also, stärkstes Pokémon aktuell Luxtra mit 49, schwächstes Roselia und Skuntik mit 46. Ist aber trotzdem noch immer stark genug für alles bis jetzt. So, okay, ich weiß schon wie. Guten Tag. Bitte einmal kämpfen. Ich möchte deine Pokémon gern degradieren wieder, wie ich schon vorher gesagt habe. Deklassieren, glaube ich, passt besser. Ein Sneebel. Endlich hat Skuntik wieder den Erstschlag. So. Bam! Direkt RIP. Und das war auch diesmal ein Volltreffer. Beim Flammenwurf ist es ja nicht so üblich. So, Tentoxa. Das ist Wasser. Das heißt, diesmal gehe ich auf alle Fälle auf Roselia. Und wenn das jetzt auch wieder nicht sehr effektiv ist, dann ist, glaube ich, Roselia bald ein Kandidat dafür, den ich wegschmeiße. Also rein ins B-Team. So, gegen das habe ich noch nie gekämpft. Ja, Blütenwirbel kommen. Soll trotzdem viel ausmachen. Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist jetzt gerade richtig lächerlich. Ich glaube, wir brauchen wirklich bald die Weiterentwicklung. Also ich hoffe, dass wir bald die Möglichkeit haben, auf Roserade zu gehen. Weil sonst drehe ich hier wirklich am Rad. Gut. Erstmal wieder full healen. Stimmt, wir haben noch immer ein komplett full gehealtes jetzt. Ach, die haben wir auch noch gar nicht bekämpft. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele Trainer hier sind, aber es müsste, ist rechts unten, waren wir glaube ich auch noch nicht, aber da ist auch keiner. Es müsste die letzte sein. Ein Schneebedeck. Aber die Arena ist eigentlich cool, also auch vom Rätsel her. Also ist mal was besser. Ich meine, auch die letzte hat mir gefallen in Flatburg.
Die war auch nice. Also mit diesen, das war auch so ein Labyrinth so auf die Art und Weise. Wobei, das war gar nicht so schwierig. Also am Anfang hat es sehr schwierig erscheint, aber danach ist es halt relativ schnell gegangen. Also bis jetzt, ich bleib dabei, bis jetzt hat mich, glaube ich, die Arena, die mich am meisten beschäftigt hat, müsste etwa die Geist- oder die Steinarena gewesen sein. Bei Silvana war ich doch relativ schnell durch. Was war die dritte nochmal? Ach, den hatte ich auch noch nicht, okay. Was war die dritte nochmal? Das war... Nee, was war auf Weideburg? Schleierde, oder? Ja. Was war Schleierde nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Ah, Kampf. Stimmt, Hilda. Hilda war ein Problem. Das Lucario. Also Hilda war bis jetzt der schwierigste Kampf. Stimmt. Morlot. Fuck, das ist nicht gut. Morlot hat relativ hohe Widerstandsfähigkeit in der Regel. Dampfwalze. Scheiße, ist eine Bodenattacke. Okay, beim nächsten Angriff muss ich dich penetrieren. Es geht nicht anders. Glücklicherweise ein Volltreffer, damit es sicher down ist. Puh. Das war auch sein einziges. Gut, und bevor ich mich jetzt mit der Arenaleiterin anlege, gleich direkt nochmal einen Supertrank rein. Aber wie komme ich da jetzt trotzdem... Achso, hier komme ich gar nicht hoch. Oh. Das muss ich überlegen. Eigentlich bin ich ja richtig dumm gewesen. Ich kann ja direkt von der Mitte aus zur Arenaleiterin. Stimmt. Warum fällt mir das vorher nicht auf? Ich kann ja einfach da durchlaufen. Also ihr müsst sofort zur Arenaleiterin kommen, oder? Oh. Warte, ich muss Anlauf nehmen. Hä, doch nicht. Ach so, ich verstehe schon. Von der anderen Seite muss ich kurz mal kommen. So, ich glaube, jetzt müsste das... Damn it, ich habe verkackt. Okay, ich muss den einen Schneeball da wegkriegen. Das heißt, ich muss irgendwie auf den dazu ra. Okay, gut, dann ist das gar nicht mal so schwierig. Also erstmal hier, hier und jetzt darunter und dann müsste er weg sein. Genau, das ist die eine Geschichte. Und jetzt muss ich den noch irgendwie wegkriegen. Muss ich aber erstmal gucken, wie... Also von der Seite muss ich anrasen. Wait? Nee, das geht nicht. Hä? Ich bin ja richtig verwirrt gerade. Von hier? Ah, so komme ich hier hin. Stimmt, die hat die auch noch gar nicht herausgefordert, oder? Doch. Oder? Doch, die hatte ich. Ach so, jetzt, oder? Ah, okay, gut, jetzt habe ich's. Und jetzt ist der Weg frei. Boah, okay, das war jetzt nochmal kurz ein bisschen überlegen allgemein. So, jetzt kann ich hier runter. Wartet. Oh. Das ist gerade belastend. Ich muss gucken, dass ich da irgendwo unten hängen bleib. Ich glaube so jetzt dann, oder? Ja. Achso, weil es trotzdem blöd war, dann komme ich jetzt nicht hier hin. Ey, das ist alles zu kacke. Mann, die Arena, die ich kann die nicht. Okay, so jetzt und dann. Jetzt muss ich irgendwie auf die andere Fläche da hinkommen. Wait. Aber wie denn?
Ich muss mich da jetzt wieder runterfallen lassen auf das Teil. Das, achso, ich muss auf die Fläche da oben hin. Okay. Das war aber falsch. Wie komme ich an der denn vorbei dann? Das funktioniert nicht. Okay, ich korrigiere mich. Mittlerweile geht mir die Arena am Sack. Also den Schneeball kriege ich halt nur von dort weg. Es sind nur diese zwei scheiß Schneebälle. Stecke ich jetzt... Achso, ich kann die eh hoch. Ah, achso, so kann ich es machen. Und boah. Ich bin... Nein, und jetzt rase ich vorbei. Okay, ich kann aber nochmal zurück. Danke. So, habe ich den wenigstens mal weg. Und den muss ich von dieser Fläche aus. Aber wie komme ich da am besten hin? Von oben wäre eine Möglichkeit. Ach, da oben ist ein Schneeball. Von da. Ja, und jetzt habe ich es. Okay, danke. Danke, Gott sei Dank. So, und jetzt machen wir noch ganz... Verdammt, wo laufe ich gerade hin? So, ich glaube, es ist noch zeitlich drin, dass wir jetzt den Arena-Kampf machen. Also jetzt müsste jeder Schneeball weg sein. Genau, jetzt bin ich da. Du möchtest mich also herausfordern. Wie? Nichts lieber als das. Ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Doch ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß, mich zu konzentrieren. Pokémon-Mode-Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zum Verlieren. Dieser sehr selbstsicher. Es waren viele Trainer davor, aber auch. Ja, wie gesagt, ich habe Angst, wenn die vielleicht einen Lapras zieht. Vier hat die diesmal. Nehmen Schneebedeck, gut, das sollte One-Hit sein. Lapras ist halt so eine Geschichte. Lapras ist halt Wasser und Eis. Ja gut, in dem Fall machen wir das ganz anders. Wenn sie den Lapras ziehen sollte, dann nehme ich einfach Toxin und hoffe, dass es das Gift so weit runterzieht und dann irgendeine Attacke, die halbwegs effektiv ist. Ich bin auf sowas vorbereitet. Ein Sneebel kommt noch. Ja bitte, gut. Okay, also wenn es so bleibt, dann... Das ist nur Level 38. Ich dachte jetzt irgendwie, das wäre 40 aufwärts oder so. Oh, Schaufler. Fuck, das ist eine Bodenattacke. Jetzt kommt Hagel auch noch dazu. Aber ganz ehrlich, diese Person nicht können. Ich weiß Bescheid. Ja, bestimmt. Oh, Nahkampf auch sehr effektiv, merke ich mir gleich. Gegen Eis ist also auch vieles sehr effektiv. Jetzt frisst die irgendwas. Ja gut, beim Nahkampf ist das egal. Aber es sinkt halt logischerweise, glaube ich, die Verteidigung war das genau. Die Beere verringert den Schaden. Hat sich relativ wenig gebracht. So, dann ist der auch schon weg. Noch einmal Schaden durch Hagel. Und was kommt als nächstes? Meditalis. Dann bleibe ich auch gleich bei Staraptor. Das ist das Eros nämlich sehr effektiv. Weil die sagt, das ist ja, wenn das die Weiterentwicklung von Mediti ist, dann ist das logischerweise auch Kampf. Und deswegen ist das logischerweise die einzige Alternative. Ein Volltreffer war auch noch. So, was ist das Letzte, was sie hat? Ein Rexblisser! Okay, es ist kein Lapras. Rexblisser ist die Weiterentwicklung von Schneebedeck. Oh nee, warte mal, das hat Pflanzen... Wenn es blöd läuft, hat das eine Pflanzenattacke auch drauf. Und sonst nur Eis.
Also glücklicherweise nichts mit Lapras. Wobei ich mir jetzt gerade unsicher bin, ist Lapras überhaupt in Diamond and Pearl dabei gewesen? Gut, ich fange an mit Flammenwurf. LOL! Ich dachte, es wird das jetzt aushalten, ehrlich gesagt. Okay, fassen wir zusammen, die Arenaleiterin, die kann nix. Wenn du eine Feuerattacke hast und ein Flug-Pokémon bist, hast du gewonnen. Und das ist damit auch unser 7. Ordner. Krass. Oh, ich hab's vergessen, ich muss dir ja noch das hier geben. Also ich krieg jetzt wahrscheinlich wieder den Orden, ich krieg wieder Sticker und wahrscheinlich ein TM. Den 4. Orden von Frieda. Mit den 4 Orden kannst du nun über deine Poketech die Vollmattacke Kraxler einsetzen. Oh, und nimm die hier auch noch. Du erhältst die Sticker, die Frieda verwendet. Und das TM72. Das hat jetzt welche Attacke, ist die Frage. Lawine. Nimmt dann, wenn der Schaden, verdoppelt sich die Stärke dieser Attacke. Stell dir nur mal vor, wie viel Konzentration man dafür braucht. Na, ehrlich gesagt nicht so viel. Deswegen. Also ist halt einfach nur eine Attacke, die man beim zweiten Versuch verwenden sollte. Gut, das heißt, wir haben diese Arena auch geschafft. So, unsere nächste Mission. Sieh nach, was am See der Stärke vor sich geht. Okay, das heißt, wir sind im Blitz auch vorerst mal fertig. Wir haben den 7. Arena-Orden. Wir haben die 7. VM. Ja. Und das war's eigentlich. Das hat einfach uns gar nichts gekostet. Der Hagel eben hat denen zwar ein bisschen was abgezogen, aber das war's sonst. Na gut, Leute, dann war's das mit dieser Arena, war's auch mit der heutigen Folge natürlich und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dahin, wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, Leute.